Hallo Freunde, ich bin euer Manuel Großmeister. Heute zeige ich euch ein Nintendo Switch Super, wo ich es vor meinem Geburtstag gekriegt habe. Ein beleuchteter Schutzschirm für die Nintendo Switch Station. Enthalten sind zwei Kunststoffscheiben. Die können ausgetauscht werden. Sind bedruckt mit Mario Odyssey und Zelda-Motiven. Man kann verschiedene Farben einstellen und verschiedene Effekte. Jetzt machen wir mal die Box mal auf, gucken wir mal, was drin ist. So, jetzt sehen wir hier, das ist eingepackt und jetzt sehen wir schon die Plexiglasscheiben. So, dann machen wir die Folie weg hier, das Plastikgedöns. So, dann haben wir hier unsere wunderbaren Plexiglasscheiben. Dann haben wir hier das Untergestell. Dann haben wir hier das Kabel dazu. USB-Kabel. Dann gucken wir uns hier unsere Plexiglasscheiben nochmal an. Wir machen die mal raus aus dem Plastik. Das sind zwei. Schön bedruckt. Einmal Odyssey. Mario Odyssey und einmal The Legend of Zelda Breath of the Wild zum Style. Lass mal reindrücken. So sieht es dann aus. Da haben wir hinten die drei Knöpfe, die habt ihr jetzt schon leicht gesehen. Kommen wir dann gleich noch zum Beschreiben. Wenn man einfach so ein Ei steckt, dann kann man die wechseln. Eingesteckt, genau. Genau. So, dann holen wir uns noch den Nintendo Switch mal her. Stellen die mal da drauf. So sieht das Ganze dann aus, wenn es dieses USB-Kabel in die Konsole reingesteckt werden. Da müsst ihr aber natürlich auch das andere Kabel, dann das Ladekabel, natürlich auch rausmachen. Weil es geht, glaube ich, leider nicht für beides. Glaube ich, in der, also wenn man beides drin stecken lässt, da muss man dann gucken, dass man es halt braucht, wieder neu macht. So, dann kann man den Anschalter, dann geht schon mal das Licht, an. Dann das zweite ist, wo man dann einstellen kann, was man haben will. Und das ganz vorne ist der Anknopf, dass man es anmachen kann, das Licht. Und dann kann man noch das Licht einstellen, wie man es haben will. Ob man es ganz leuchten will oder nicht so arg leuchten, das kann man dann so beliebig einfach einstellen, wie man es gerne hätte. Und jetzt zeigen wir uns auch mal ein paar Beispiele, wie das Ganze wirken soll. Viel Spaß! We'll be right back.
Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Manuel Großmeister und macht's gut.